Das wäre wie. Okay, da war irgendwas, was den Bildschirm hochgeklettert ist. Allerdings habe ich das erst bemerkt, als Petal angefangen hat zu verschwinden. Okay, der Verwaltungskomplex. Dafür, dass hier angeblich irgendwelche Replikasoldaten sein sollen, ist mir bisher nicht ein einziger untergekommen. Oh Gott, wenn hier jetzt was passieren würde, ich könnte nicht. Das war ja irgendwie sowas von klar. Wenn was passiert, ich weiß nicht. Hopp. Da haben wir nichts versteckt. Haben wir noch ein Telefonat. Sie haben eine neue Nachricht. Erste Nachricht von Harlan Wade. Hallo, Harlan Wade hier. Ich versuche Genevieve schon die ganze Woche zu erreichen, aber die Schlampe geht nie ans Telefon. Sagen Sie, wir stecken tiefer in der Scheiße, als wir dachten. Ihre tolle Idee, das Gewölbe wieder zu öffnen, hat etwas in Gang gesetzt, das ich weder erklären noch stoppen kann. Hoffentlich ist sie zufrieden. Ende der Nachrichten. Gewölbe? Ist doch, wird doch interessant. Anscheinend haben wir hier unter dem Komplex noch irgendetwas Großes. Da ist auch noch irgendwas. Informative Nachrichten. Und sonst nichts. Waren wir die ganze Zeit auf der anderen Seite des Gebäudes? Das ist interessant. Als die Orange beendeten, haben sie offenbar nur die Tür abgeschlossen und den Schlüssel weggeworfen. Einzelheiten werden keine genannt, aber offenbar war es gefährlich, sich dort aufzuhalten. Vielleicht in einer Art von Chemieunfall oder so gegeben. Wow, sie haben nur den Schlüssel genommen und ihn weggeworfen. Tolle Art, etwas abzuschließen. Und wenn jemand wieder rein will, weil er was vergessen hat, wie soll er dann reinkommen? Ey Leute, putzt mal eure Mikrowelle. Da drin will man doch nichts essen. Und dieses Kaffeeteil sieht auch nicht mehr ganz gesund aus. Na, wenigstens ist im Mülleimer etwas. Wieso habe ich es gerade mit so kaputt machen? Oh Gott, ich hoffe, hier kommen nicht wieder unsichtbare Soldaten. Oder Viecher? Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Oder ist jetzt? Nachricht von Aldous Bishop. Hallo, Aldous hier. Ich habe die Zeitung gerade gelesen und bin überzeugt, Sie haben da was. Mal sehen, ob ich andere Leute finden kann, die zu der Zeit in der Gegend gelebt oder gearbeitet haben. Auch ein paar Interviews könnten helfen. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Ende der Nachrichten. Okay. Anscheinend war ja was. Und anscheinend ist das ja auch Ihr Büro. Also, ich brauche Ihren Computer mit. Okay. Wo geht's? Da ist von dort oben blutet. Ist das nicht sehr vertrauenserregend? Oh. Mann, zum Teufel, erschreck mich doch nicht so, Mann.
Aber ich muss das ja heraufbeschwören. Das Mädchen. Oh Gottchen, Gottchen, Gottchen. Okay. Warte mal, wo ist denn sein, wie ich nochmal Büro überhaupt? Okay. Ganz, ganz mieses Gefühl. Das ist nicht zufällig sein Büro. Wenn ja, hätte ich den Rechner sowieso bereits geschrottet. Okay, wenn es nicht so geht, dann eben auf den komplizierteren Weg. Ab durch hier. Ab. Wow. Bin ich froh, dass das gerade so noch geklappt hat. Okay, hier geht's weiter. Okay. Es wird langsam merkwürdig, dass hier Fahrstühle runterfahren. Da will wohl jemand nicht, dass man nach oben kommt. Ich weiß nur noch nicht, ob es das kleine Mädchen ist oder nicht. Okay. Hier geht's anscheinend nicht durch. Yep. Kommt noch was? Okay, 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 okay. Hier geht's hoch, hier geht's rein. Ich weiß nur nicht, was ich jetzt, welchen Weg ich jetzt lieber gehen sollte. Hier bin ich wieder im Bürokomplex. Wieso sehe ich nichts mehr? Danke. Ich schaue noch mal kurz hier oben lang. Vielleicht finde ich ja was Interessantes. Upp. Ja, Rüstung. Und ansonsten gibt es einen Weg hier rüber. Aber keinerlei Etage. Okay. Und da würde ich auch gerne wieder wollen. Au. Toll. Halt dich halt nicht an der Leiter fest. Hier war ein Medipack. Hallo. Immer diese Fenster aus panzersicherem Glas. Checkpoint? Oh. Das heißt, es passiert was. Entweder das, oder ich habe die Hälfte des Wegs geschafft. Ich bin mir sicher, das Mädel lebt nicht mehr, weil ich den Vettel hier schon in der Nähe gesehen habe. Okay, die Frau von einem Mann, der hier arbeitet. Da ist meine erste Vermutung. Ja, ja, man soll kein Privateigentum zerstören. Aber die Armee bezahlt's ja. Hm.